So, wir sind wieder ganz klein. Und rennen jetzt mal in einer unbekannten Mine rum. Oh, Spinne. Oh nee, die spritzen, das ist ekelhaft. Alter, wie viele Riesenspinnen. Das wäre nichts. Oh. Giftig. Oh. Gehen wir. Okay, die brauchen ein bisschen mehr. Oh, die wie gemeint schon wieder. Die trifft einen aber auch jedes Mal. So. Elende Mistviecher. Lass noch mal hier weiterkommen. Cool sieht's aus hier. Gibt es hier Kobolde? Nein. Nein, sie wurden schon lange vertrieben. Aber es gibt andere Dinge, die viel gefährlicher sind. Oh. Ah, Lauffehler. Da ist doch was. Nee, doch nicht. Ha. Ach, das ist ein Automat, ich wollte ihn gerade zerstören. Wir sind jetzt im aktiven Teil der Mine. Oh. Fast. Oh, es regt einfach auf. Vorsicht.
Shotgun. Und ein Robo. Geben. Offenbar fehlen dem Aufzugmotor seine Relikte. Ja. Jack, bringst du ihn wieder zum Laufen? Ach ja, ich muss ja noch Dreieck. Immer musste ich nicht alles abgeben. Gehabt. Wow! Ganz recht, Lucas. Hier kannst du mal echte Minenarbeit sehen. Erde wegräumen, Objekte freilegen, Relikte bergen. Victors Familie gräbt hier schon seit 100 Jahren. Wozu sind die Kraftfeldschranken? Ah, also da sind diese Dinger, die sehr wütend werden, wenn wir die Relikte bergen. Bleib zusammen. Und lass uns hoffen, dass wir denen nicht begegnen. Ich bin doch da. Die werfen auch am laufenden Band. Ach so. Da lang. Zack. So, da haben wir nichts mehr. Haben wir da noch irgendwo was? Lalalala. Nee. Hey, sind die so schnell hergekommen? Halt! Da vorne ist eine Wache. Oh. Thank you.
Ich habe das Gefühl, dass wir gleich gegen so einen antreten müssen. Ah, mein Nachbar mäht Rasen, das gibt's doch nicht. Hoffentlich hört man das nicht. Okay, ich sage dir alles, was du wissen willst. Ach, wer sagt's denn? Wo sind diese Waffen hergekommen? Die Sache läuft wie folgt. Wir sammeln die Relikte und von Zeit zu Zeit kommt Gandahar vorbei mit seinem Luftschiff. Und es gibt einen Tausch. Und zwar Relikte gegen Waffen. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Wir warten einfach. Welche Art von Luftschiff? Also, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du doch einfach selbst an. Oh nein. So, was ist hier passiert? Oh je. Euch diese Bauten mal an. Wir sind jetzt da, wo Victor die Riesenrelikte gefunden hat. Gut. Wir sind da und die Folge ist auch am Ende. Also sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Mann, ey. Nur 6 Stunden. Nee, 4 Stunden nur geschlafen. Das ist zu wenig.